Die Generalprobe ist schon mal gelungen für den TSV Seebach, der nach der Saison 2016-17 nun also zum zweiten Mal Landesliga-Luft schnuppert. Beim Toto-Pokalturnier am Sonntag gegen die drei Südost-Landesligisten Waldkirchen, Hauzenberg und Passau setzte sich der TSV durch und tankte damit Selbstvertrauen für die am Samstag beginnende Saison. Ja, das waren drei sehr, sehr gute Tests gegen gute Landesligamannschaften und ja, die Jungs haben es wirklich gut gemacht und ja, es waren, wie gesagt, gute Tests, vor allem für die nächste Woche, für den Saisonauftakt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir am Ende des Tages dann verdient gewonnen haben. Gegen Waldkirchen und Passau gab es Siege, gegen Hauzenberg ein Remis. Ansonsten die Testspiele so lala. Niederlagen gegen Bayernligist Hankhofen, Ligakonkurrent Bad Kötzing und Bezirksligist Künzing sowie ein Sieg gegen Bezirksligist Grafenau. Für Coach Josef, genannt Beppo Eibel, waren aber nicht die Ergebnisse, sondern andere Dinge wichtig. Insgesamt schon zufrieden. Das Wichtigste, wir haben nur kleine Blessuren, wir haben keine schwerwiegenden Verletzungen jetzt in der Vorbereitung und wir haben gute Testspielgegner gehabt, haben auch Niederlagen kassiert, aber grundsätzlich bin ich mit den Jungs zufrieden und wir sind nächste Woche wirklich guten Mutes. Da geht's dann gegen einen völlig unbekannten Gegner, den BSC Woffenbach. Das ist ein Stadtteil von Neumarkt in der Oberpfalz. Der BSC marschierte ähnlich souverän durch die Bezirksliga wie Seebach in der abgelaufenen Saison. Wird also ein interessantes Duell. Egal wer der Gegner ist, wir rechnen unseren Sieg aus. Ist unser Ziel. Also natürlich wollen wir ein Spiel gewinnen. Und umso schneller wir den Klassenerhalt absichern und unser Ziel erreichen, das natürlich der Klassenerhalt ist, umso besser. Deswegen gehen wir immer rein, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Der Woffenbach ist ebenso wie wir, sind die aufgestiegen. Die sind relativ oder sehr, sehr souverän aufgestiegen. Und ich habe auch schon von mehreren Quellen gehört, dass es wirklich eine gute Mannschaft ist. Aber wir spielen zu Hause und zu Hause gibt es nur eins, wir wollen das Spiel gewinnen. Denn auch der TSV hat eine sehr gute Mannschaft. Das zeigte man eben in der abgelaufenen Saison, als man mit 17 Punkten Vorsprung Meister in der Bezirksliga Ost wurde und dann im niederbayerischen Endspiel auch den Westmeister und Mitaufsteiger VfB Straubing auf dessen Platz mit 3:1 abfertigte. Und diese Aufstiegstruppe bleibt auch beieinander und wird sogar noch mit drei starken Neuzugängen ergänzt. Die Eingespieltheit könnte damit zur großen Trumpfkarte werden. Absolut. Es hat jeder Einzelne von der letzten Saison zugesagt. Keiner weggegangen, alles sind geblieben. Von der Führung, Trainerstab, alles gleich geblieben. Dann haben wir drei Neuzugänge bekommen, also haben wir uns individuell oder punktuell verstärkt, so wie das auch der Plan war. Und was uns letztes Jahr ausgemacht hat, war natürlich der Zusammenhalt von der Mannschaft. Und mit Sicherheit wird das heuer auch wieder unser größter Trumpf sein, den wir in der Hinterhand haben. Ja, es kann schon so ein Trumpf werden. Ich habe es der Mannschaft gesagt, ich habe es den Verantwortlichen gesagt. Das ist ein Riesenkompliment auch für uns, dass die ganze Mannschaft geblieben ist. Und das war uns das Wichtigste. Wir haben keinen einzigen Abgang. Haben wir drei wirklich sehr, sehr gute Neuzugänge gekriegt, menschlich und sportlich. Und ja, das glaube ich, könnte natürlich schon ein Vorteil für uns sein. Insgesamt lässt sich die Landesliga-Mitte nur schwer einschätzen. Neben Seebach, Straubing und Woffenbach sind drei weitere Aufsteiger dabei, darunter der TV Eigelsbach aus dem Landkreis Kelheim sowie mit dem ASV Neumarkt ein Absteiger aus der Bayernliga. Die Favoritenrolle wird vor allem Weiden und Bad Kötzing zugeschoben. Dahinter scheint alles offen. Ja, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Es sind, glaube ich, sechs Aufsteiger in dieser Liga und es sind viele, viele Unbekannte und deswegen können wir uns schwer einschätzen, wie das diese Saison wird. Wir wissen, dass wir definitiv mithalten können, aber unser großes Ziel ist einfach, dass wir die Klasse halten. Die neue Liga natürlich stärker als die Bezirksliga, ganz klar. Wird eine Herausforderung, man muss sich mal mit den anderen messen und schauen, wo man steht. Kann man jetzt aktuell nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir da Gas geben, kämpferisch dabei sein, von vornherein einfach unsere Punkte holen. Erste Bürgerpflicht ist zunächst mal die ominöse 40-Punkte-Marke zu erreichen und damit den ziemlich sicheren Klassenerhalt. Alles darüber hinaus wäre natürlich eine willkommene Zugabe.